Noch ist das Adventstürchen geschlossen und die Weiher wandern mit ihren Tassen dem großen Ereignis, dem Öffnen des 12. Türchens, entgegen. Hergerichtet wurde es von der Gruppe Herbstglaub. Frau Roth, was ist Herbstglaub? Was versteht man darunter? Herbstglaub ist eine integrative Gruppe, Kreativ-, Spiel- und Sporttreff für behinderte und nicht behinderte Menschen. Das kann also jeder mitmachen, der Lust und Laune hat. Das heißt, es spielen Behinderte mit Nichtbehinderten. Genau, alles querbeet. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Von kleinem Kind bis, ja, ohne Altersbegrenzung. Wie kam es zu dieser Gruppe? Ja, 2009 habe ich die gegründet, weil in Oberbrechen war ein kleines Mädchen geboren mit Down-Syndrom. Und da dachte ich, das soll ein bisschen Kontakt zu anderen Kindern haben. So kam eigentlich die Idee und darauf haben wir das dann aufgebaut. Also guten Abend, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Auch im Namen der Familie Kratzel, die heute auch für Herbstlaub-Ausrichter sind. Und die Natur- und Freimatfreunde, die haben sich dieses Jahr überlegt, dass wir den Ausrichtern immer eine Kleinigkeit schenken. Das ist ein Futterspender für die Vögel. Vielen Dank. Und dann möchte ich noch auf die Spendenbox hinweisen, wie bei jedem Fenster. Es kommt ja auch dem Herbstlaub, der Behindertensportgruppe Herbstlaub, den Feuerwehrbambinis und den Konfirmanden, die hier jeden Abend Dienst machen, zugute. Also, dann wünsche ich viel Spaß und wünsche einen guten Abend. Dann war es endlich soweit. Mit dem Lied aus der Weihnachtsbäckerei öffnete sich das 12. Türchen und zum Vorschein kam, wie sollte es anders sein, die weihnachtliche Plätzchenbäckerei. Die von der Gruppe Herbstglaub selbst gebackenen und kredenzten Plätzchen waren begehrt und wurden mit Genuss verzehrt. So ging dann der 12. Dezember gemütlich beim lockeren Schwätzchen dem Ende entgegen. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.